Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS16. Heute ist ja unser Mobile-Tag am Mittwoch und da fällt mir gerade nicht auf, jetzt die Begrüßung ist nicht abgeschnitten, das sollte aber noch passen. Wie man sieht hier, ne, Neigung und so, ich muss schon wieder umstellen, das ist ein bisschen doof. Draußen ist ein Müllwagen, ich hoffe, ihr hört das nicht. Aus, an, so, komisch. Gut, der düngt hier fleißig, nicht, der sät fleißig. Das Problem ist das Düngen, denn wir haben noch nicht gedüngt. Und ja, wir haben noch ein bisschen Gülle zur Verfügung. Das wäre jetzt eine Option, was wir machen können. Ich schicke den hier mal zum Waschen eben, der sieht ja echt aus wie Sau. Nein, das war der falsche Knopf, einmal hier drauf und bitte einmal waschen. Dann kann er gleich tanken bei der Gelegenheit. Und ja, wir müssen in den Shop, ne? Es geht eigentlich nicht anders. Ich gucke in meiner Übersicht rein, Statistiken. Wir haben jetzt Gülle. Wo steht denn das überhaupt? Biogasanlage. Gülle. Ja, 8000 gerade mal. Weil ich war am Überlegen, ob wir uns ein großes kaufen. Zumal weiß ich jetzt auch nicht. Wir haben jetzt hier 41.000 im Lager, ne? Also ich hätte noch ein bisschen reingefahren. Und da steht es 91%. Das heißt, es gärt noch. Kriegen wir dann nochmal Geld, wenn dann irgendwie der Prozess anläuft? Ich bin gespannt. Gut, dann hat sich das eigentlich schon erledigt, die Frage. Denn ich war mir überlegen, ob wir ein großes Güllefass kaufen. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, nein. Denn, ja, was soll das, wenn wir jetzt noch so wenig Gülle haben, dann nehmen wir jetzt den kleinen hier. Den hole ich gleich mal ab. Ja, was habe ich noch gemacht? Also nichts Großartiges, sondern ich habe hier nochmal den LKW rübergeholt, der jetzt endlich funktioniert. Können wir uns nochmal anschauen. Wobei, den kann ich jetzt hier nochmal losschicken. Und kann mir dann noch weiter aufladen lassen. Denn wir brauchen ja wieder Geld. Wobei auch ein Gedanke war, ob wir uns nicht einen zweiten Traktor holen. Was kosten denn die jetzt nochmal? Und da würde ich einen Hürdiman hier rübernehmen und würde den mal die Stumpen fräsen lassen. So, Traktoren. 98.000. Also der Steyr hätte jetzt wie PS 114. Der Same wäre vielleicht nochmal was, ne? Und der kam jetzt 245. So, und der Same 162. 162. Der wird mir auch gefallen. Ich mag den Steyr sehr gern. Was soll ich den mal kaufen? Der kostet uns jetzt 98.000. Da sparen wir auch nochmal ein bisschen. Und ich denke mal den. Ja, wir nehmen den. Wenn man aus dem Bauch raus, ob es richtig ist, wird sich zeigen. So, das ist das neue Ding. Und passt natürlich ganz gut, dann können wir jetzt nämlich gleich das Güllefass mitnehmen. So. Nee. Immer dieses Umdenken, ne? Wenn man von vorne guckt, ist immer ein bisschen. Weiß ich auch nicht. So, ich nehme mal die Karte raus. Vollgetankt ist er. Da kann sich übrigens so manche Autohersteller mal ein Beispiel nehmen an vollgetankten Autos, aber das ist ein anderes Thema. Gut, war eine kleine Ehrenrunde hier. Muss vielleicht mal gucken, wie wir jetzt am besten fahren, wenn wir zur BGA wollen. Und ich muss vielleicht nochmal gucken nach unserem Buffalo, ob der schon die Stämme alle aufgeladen hat. Den können wir nämlich wieder losschicken. So, ich glaube, wir müssen dann links rum, warte mal. Wir sind da und die BGA ist da ganz, ja, wir können einfach rechts der Straße folgen. Ist nicht der effektivste Weg, aber das ist machbar. Und ich versuche jetzt mal zum Buffalo zu springen. Wir machen mal die Gerätschaften hier aus. Dann müsste er ja eigentlich hier im Forst, warte mal, dass der, ja, super. Da müssen wir nicht immer so, nee, warte. Ach so, ich kann ihn von hier quasi managen und von hier aus auch losschicken. Aber das wollte ich jetzt gar nicht, denn ich wollte hier einfach nur reinspringen. Das heißt, ich muss hier nochmal ausmachen.
Jetzt 83%. Dann nehmen wir hier den Stamm nochmal mit. Der daneben liegt. Ja, wirkt momentan ein bisschen hektisch, aber wir müssen halt sehen, dass Geld reinkommt. Und vor allem machen mir jetzt die Rüben Sorgen. Nicht, dass ich zu schnell... Aber warte mal. Ich hoffe, ich habe noch genug Geld. Verdammt. Weil, was braucht man zur Rübenernte, YouTube? Richtig. Und ich habe da irgendwie jetzt gerade verdrängt. Mist. Gucken wir nochmal einen Shop rein. Müsste ja eigentlich unter Mähdrescher sein. So. Das sind Rüben. Kostenpunkt 88.000. Scheiße. Sorry. Hoffentlich vergammeln uns die Felder jetzt nicht. Ich bringe ihn jetzt hier mal Richtung Straße, damit es möglichst schnell geht. Warte mal, wo ist denn die Straße? Da vorne. Und dann soll er mal verkaufen. So, ich an dem Baum vorbei bin, mache ich das mal. Ja, es war gerade ein bisschen dumm. Aber, naja, okay, andererseits, das Geld kommt jetzt rein. Na, wird schon passen. 1670 am Hafen. Und der Bahnhof ist, glaube ich, wesentlich näher dran. Das war hier um die Ecke. Dann fahren wir bitte zum Bahnhof. Gut, er holt uns ein bisschen Geld. Und wir fahren mal weiter Richtung BGA. Das habe ich gesagt, der Straße hier einfach folgen, ne? Ja, und da müsste man dann später natürlich noch das Rübending abholen. Ich habe jetzt erstmal alle Felder damit bestückt. Mal gucken, was wir da so rauskriegen. Und ist natürlich auch so, dass beim nächsten Mal würde ich dann die Kartoffeln pflanzen. Aber da müssen wir jetzt mal gucken, weil wir dann gleich fast pleite sind, wie das finanziell zu gestalten ist. Was ist denn die PGA? Ich sehe das noch gar nicht. So, dann weiß ich noch nicht, ob heute noch eine... Eigentlich müsste heute auch noch die Folge kommen von Rollercoaster Tycoon oder halt irgendwas anderes von Mobile Games, weil ich möchte ihr, wenn eigentlich auch zwei am Tag vorstellen. Das wird heute ein bisschen eng, also falls ihr nur hier meinen Farming Simulator 16 findet, aktuell heute erschienen, dann, ja, wenn es nicht dann was ihr tut. Ich zeige jetzt nochmal hier unser Silo. Was ja anscheinend noch nicht ganz begehrt ist. Das habe ich da alles reingepackt. Ich kann auch gerne nochmal reingucken in den Statistiken. Immer noch bei 91%. Oh, das ist die Füllmenge. Muss man die bei 100% haben. Ich meine, wir haben eh noch zwei Anhänger, die wir noch wegbringen müssen. Das machen wir gleich. Interessant wird auch, was ist mit der Gülle hier? Füllt er die selber auf? Wenn er das fast leer gespritzt hat. Ja, nochmal interessant. So, er kriegt jetzt rein 100%. Ach so. Ja, halt nicht ersichtlich, ne? Ich habe vorhin nicht aufgepasst im Shop. So, ich fahre jetzt mal hier rüber und es kommt ein bisschen Geld rein. Was brauchen wir? Was habe ich gesagt? 89.000? Ja, passt. Super. Super, wobei wir auch jetzt, wie gesagt, gleich nochmal die beiden Anhänger wegbringen. Ah, wir haben schon eine Option, eine Überlegung wert, ob wir die verkaufen, die beiden kleinen Anhänger. So, ein bisschen Gras hatte ich noch gesammelt beim Grassammelwagen. Das habe ich bei den Kühen reingeschmissen. Müssen wir halt auch nochmal gucken. So, und das Feld hier drüben. Das hat es, glaube ich, am nötigsten. Da fahre ich jetzt gleich mal drüber. Dann gucken wir mal, wie das mit dem Güllefass aussieht. Bin ich auch mal gespannt. So, ich kann jetzt ja auch hier die Automatik anstellen. Ja, nicht ganz nett, ne? Auch das Gespann gefällt mir sehr gut. Vor allem ist er jetzt flott unterwegs, also wesentlich schneller als dann so ein Hurdyman sicherlich. So, der ist hier fertig mit Einsehen. Er sieht auch aus wie, keine Ahnung, den schicken wir auch mal zum Waschen. Auch wenn wir nicht dafür gar keine Zeit haben, aber
Muss halt auch mal sein. So. Gut, und der zweite ist jetzt sauber hier wiedergekommen. Da können wir dann auch mal Gerätschaften abkoppeln. Wir fahren den hier erstmal zur Seite und wie gesagt, der kommt dann später in den Forst zum Stümpfefräsen. Ich glaube, der könnte vielleicht sogar mal die Milch abfahren. Wie sieht es denn aus mit der Milch? Kühlmilch. 93% ist eh fast voll. Da kommt da auch nochmal ein bisschen Geld rein. Das ist schön. Und den Grupper stelle ich jetzt mal hier ab. Und ich hier ist ein ganz netter Platz. So. Nee, nicht anmachen, bitte. Okay. Einmal Milch fahren. Dann nehmen wir gleich den Case und bringen noch das Häckselgut weg. Und das finde ich halt ein bisschen schade, da kann man jetzt keinen Helfer hinschicken, was ist am Anfang noch nicht so dramatisch ist, aber ich denke mal, wenn du später einen Haufen Felder hast und auch weiter, die weiter weg sind vielleicht sogar, dann hast du da auch keinen Bock drauf. So, Milchpreise, wie sieht's denn aus? Boah, hier, Brauerei 4,9, die brauchen Milch, okay. Dann hol uns die mal. Auch ein nettes Bild, ne? So, unser Case. Was habe ich gesagt? Hier. Häckselgut. Okay, dann ab zu, damit zur BGA. Und wieder vorbeifahren, das ist gleich hier hinter links. So. Ich bin mal gespannt, ob da noch alles reinpasst überhaupt. Und da kommt jetzt auch nochmal Geld rein und der wächst. Ah! Okay. Aber ich glaube, wir kriegen da kein Geld mehr für, sondern ich vermute mal, dass es so ist, dass das Ding jetzt voll ist und das halt im Prozess jetzt ist das Ganze und dann nachher wieder leer ist das Silo, dass du dann das wieder benutzen kannst. Ne? Also müsstest du jetzt gezwungenermaßen Silo Nummer 2 benutzen. Ne? Gut. So ist es nämlich hier auch. Ich meine, da müssen wir was über. Okay, schicken wieder nach Hause. Gespannt bin ich gleich mal, wie gesagt, mit unserem Güllefass. Ob er da mal mit losfährt. Ich meine, guck mal, jetzt kommt echt gut Geld rein. Und die Milch noch verkauft. So. Ich glaube, das Güllefass, das Feld ist fertig. Da müssen wir mal umsetzen. Okay, und hier packe ich jetzt mal den Anhänger gerade hin. Also, er sieht einfach, ja, ich weiß, es sieht einfach aus, aber mach das mal hier mit dem Dingen. Das ist gar nicht so leicht, YouTube. Oder ich bin vielleicht doch einfach so doof. So, ja gut, ich wollte eigentlich neben den Kisten parken, aber so ist auch schön, Hauptsache. Er steht hier gerade, zack. Und der muss gleich die Rüben-Dings-Geschichte holen. Aber, warte mal, du kannst eigentlich auch nochmal was machen. So. Der schaltet uns übrigens erstmal ein, wenn er in der Nähe vom Baum ist, sonst will er gar nicht. Und jetzt müssen wir halt nochmal die Säge anschalten.
und legt hier wieder los. Gut. Der Buffalo kann auch schon mal wieder ein bisschen aufladen hier. Die drei Stämme vielleicht mal ein bisschen weiter weg, damit er auch den ersten mitnimmt. Okay. So, und der hat jetzt noch wie viel drin? 85%. Oh, das ist natürlich gut. Dann fahren wir gleich mal zum nächsten Feld. Und auch gleich nochmal düngen, bitte. Oh, fällt mir richtig gut, der Traktor. So, er bitte mal zum nächsten Feld. Ja, wir machen jetzt einmal komplett drüben. Ja. Knallen wir das Lager voll, und wenn ein guter Preis ist, hauen wir die Scheiße weg, wollte ich fast sagen. Nein, die Rüben natürlich. So. Der Milchwagen kommt zurück und... Ich meine, ich habe hier in dem einen Anhänger noch ein bisschen Häckselgut drin. Das könnte ich an die auch noch verkaufen. Andererseits, wenn wir jetzt die Anhänger weggeben, ärgern wir uns nachher, ne? Falls wir dann doch mal mit einem unterwegs sind, der irgendwie was, keine Ahnung, wegbringen soll. Ja, so viel Kohle bringen die jetzt, glaube ich, auch nicht, wenn wir die verkaufen. Schön umfahren. Also dieses Umfahren ist schon klasse, dass die aber jetzt stecken bleibt und sich meldet. Ach, er lädt schon wieder auf, oder was? Ne, bleibt dann stehen. Gut. So sollte es sein. Ja, das hängt sich gut. Okay, schmeiß ich jetzt auch nochmal raus. Dann sind die Anhänger wieder einsatzbereit, denn ich weiß nicht, wann die nächste Maisernte ansteht. Machen wir auch kurzfristig wieder, weil das bringt ja auch ganz gut Geld. Und vor allem bietet sich das an bei unseren Feldern hier vorne, dass wir da Mais anpflanzen, denn die Strecken sind ja echt dann entspannt, ne? So. Was für einen hohlen Zahn, aber immerhin. Ich weiß jetzt gar nicht, ob noch Gülle dazukommt, durch nachher den Vergärungsprozess, wenn die eingefüllt wird. Ja, bisher nicht. 1975. Ist noch nicht so prickelnd. Ja, aber da sieht man, das große Güllefest hätte sich jetzt nicht gelohnt. Weil die Gülle, lasst mich überlegen, aber ich will jetzt nichts Falsches erzählen, wenn ich es aber richtig bin, dann ich bin schon der Meinung, dass du die Gülle wirklich nur von der BGR kriegst. Mhm. Unsere Kühe sind halt sehr umweltfreundlich, das ist halt eine neue Züchtung. Nein, nicht sarkastisch gemeint, aber... Das ist so ein Gülle-Dings da hätte eigentlich schon. Oder haben wir eins? Und ich weiß es noch nicht. Ich will mal gucken. Ich versuche jetzt aber nochmal das Ding hier richtig hinzustellen. Und ich bin auch schon gespannt, wie unsere Rüben-Dingsbums-Maschine aussieht. Warum? So, sehr schön gepackt. Muss ich ja mal selber loben. Was wir natürlich machen könnten, wir könnten das Rübengedöns auch abholen lassen. Es ist ein bisschen dekadent und macht eigentlich auch keinen Sinn. Das wird auch kein Schwein machen. Aber wollen wir mal einen LKW nehmen? Habt ihr ja gesagt, oder? So, einmal aufklappen. So, dann zurück zum Case. Der, oder? Nee. Das ist ein Kuhstall. Das ist der LKW. Der Case. Und dann fahre ich den mal drauf. Und dann fahren wir den samt drüben Maschine. Ja, auf den Ding. Obwohl, wie gesagt, es macht keinen Sinn, weil der Case ist ja nicht schnell genug, aber so sieht was mal, ne? Ach, guck mal. Cool.
Der ist jetzt alleine, hat er den irgendwie fixiert, ne? Und, ja, ist da jetzt drauf. Und ich habe natürlich ein bisschen Bedenken. Was ist das für ein Geräusch? Oh, irgendwer tankt da. Oh, das ist ein Fehler im Spiel. Oder der Güllewagen. Ne, der Güllewagen fährt da hinten fleißig hin und her. Ah, jetzt habe ich einen Soundfehler. Und das wird nicht besser. Warte mal, wenn der ist. Nee. Das nervt das YouTube. Gut. Ich krieg raus, was das ist mit dem Sound. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Dann gucken wir uns halt beim nächsten Mal die Rüben-Wegmacht-Maschine an. Und ich freue mich schon drauf. Wäre vielleicht auch nochmal zu überlegen, ob wir uns noch einen Anhänger dazu holen, der ein bisschen größer ist, damit wir nicht da so viel Kleinkram dann abfahren müssen. Wie gesagt, ein bisschen schade, dass man nicht hintereinander kuppeln kann. Ah, jetzt hört er auf. Okay. Ja, weil wir sind von der Zeit durch YouTube. Und jetzt, das machen wir dann beim nächsten Mal. Und, ja. Gefällt mir optisch hier ganz gut, die Sache. Also, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass... Naja, egal. Beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und für euer Feedback und macht's gut. Ciao, YouTube.